Hi Lights, heute zeige ich euch mal ein paar Fixed-Messer. Als erstes hier das Magnusson schwedische Armeemesser. Ziemlich gut in der Hand, ziemlich dünner Griff. Ist ein 440C Stahl. Hat eine 10 cm lange Klinge. Die Höhe hier ist 25 mm. Die Stärke hier hinne. Und es geht auch ziemlich weit vor. Ist 2,7 mm. Der Griff hat 11,3 cm. Das gesamte Messer ist 21,3 cm. Hier so ein ziemlich glatte Holzgriff. Der ist hier an der dicksten Stelle 15 mm breit. Wie man sieht, Full Tang. Es wiegt 126 Gramm und hat hier die Letterscheide dabei. Die ist beim Rein- und Rausmachen leider ein bisschen verschnippelt. Jetzt wollen wir das Messer mal in der Praxis testen. Assistent, hier, übernehmen Sie bitte. Achtung jetzt. Was will ich haben, dass ich es mache? Schnitze, Hacke, alles. Okay, zeig, was du mit dem Messer kann. Die Hände schneide, guck, ich bin schon wieder verwundet. Na gut, sind sie zumindest. Komm doch. Wichtig ist natürlich immer weg vom Körper, ne? Nicht so wie ich das vorhin gemacht habe. Und wie ist der erste Eindruck? Ja, mein Eindruck ist, es ist nicht unbedingt was Schnitze. Ich würde das schon fast eher zum Spalten nehmen. Das mal jetzt auch gleich mal testen. So. Aber ein kleinerer Flock. So. Mamo. Warte mal, ich geh mal aus dem Licht. Ja. So sieht es schon so besser aus. Siehst du, zum Spalten finde ich das interessanter. Für zum Beispiel Feuerholz zu machen. Beim Survival. Drei Schläge und das Ding ist, hat keine Chance. Ja. Also da finde ich es jeden Fall besser. Oh, super schöne, dünne Scheide zum Feuer machen. Guck, wie dünn. Wahnsinn. Also zum Spalten finde ich es genial. Zum Schnitzen finde ich es etwas schwierig. Liegt da steif. Jetzt mal so ein kleinerer Stock. Ja, das könnte ich machen. Mal probieren. Ich versuche jetzt mal oberflächlich nur die Rinde. Ne? Nicht, dass jemand denkt, warum schneidet er das nicht. Aber selbst da finde ich es, dass die Klinge einfach zu breit ist, war zum Schnitzen. Zu breit? Zu breit, ja. Die ist doch nur 2,7. Das sind 2,7? So, ne, das sind irgendwas mit 25 mm. Wenn ich zum Schnitzen ist, umso schmäler die Klinge, umso leichter ist es zum Schnitzen. Aber wie gesagt, ich bleibe gerne noch einmal beim Spalten. Das hat mir nämlich gleich mal wieder Spaß gemacht. Super, super. Also, da kann ich nichts sagen. Du könntest ja nochmal jetzt schon das Brennholz für den nächsten Survival vorbereiten. Also, ein Messer für den Hobo-Korra. Ja, auf jeden Fall. Guck mal, ist das nichts für den Hobo-Korra? Du mir sogar noch einmal kleiner machen, das lege ich mal noch irgendwo drunter, das nehme ich fürs nächste Mal. Habe ich gleich Feuerholz. Da bleibt es nämlich auch. So, das Ganze noch mal. Feineres Holz kannst du nicht kriegen. Guck mal, wie ist es? Wie klasse. Wenn ich dann nächste Woche rausgehe, habe ich gleich Feuerholz.
Tube Mond, da steht sogar. Noch einmal. Aber mal kurz im Spalt, das ist geil. Also gutes Spaltmesser. Ja. Und zum Schnitzen nichts. Ich finde es zum Schnitzen nicht, aber das kannst du ganz selbst noch mal ausprobieren. Da hatte ich heute schon ein anderes Messer in der Hand, das du später wahrscheinlich noch vorstellst. Das fand ich besser, das hat auch eine dünnere Klinge gehabt. Und wenn du so Holz gehabt hättest, war dein Hobokocher, das wäre doch was gewesen, oder? Mhm. Nicht die ganze Nacht der Arsch verbrennt. Oh, geil. Das ist wirklich geil. Also zum Spalten ist es jetzt schon mal gut, finde ich zumindest. So. Ja, reicht das sag ich mal, ja. Fazit zu dem Messer. Zum Schnitzen mäßig, aber zum Spalten top. Jawohl. Für so kleine Sachen zumindest. So ein großer Baum, wie jetzt hier liegt, wird schwer. Ne? Ja, ich denke, dass man den nicht spalten muss, aber... Das war das schwedische Armeemesser. Gib noch mal, ich zeige es noch. Augenblick. War der noch? So, jetzt haben wir es. Zahnstocher draus gemacht. Also das schwedische Armeemesser hat eine gute Spaltwirkung. Durch seinen Scandi-Arschliff. Nee. Und Schnitze. Also. Ah ja. Wirklich. Obwohl, Humor. Rinder abfehlen geht aber ganz gut. Ne? Scharf ist es. Ja, ja, scharf ist es, aber ich finde, dass es wieder von so. Also das war's mal mit dem Messer. Ciao.